Dann spielen wir wieder eine neue Runde des Jungle Kingdoms. Und es gibt ja was zu berichten. Zuallererst einmal gehen wir mal auf die Angriffe ein. Angriff und Verteidigung nehmen wir meistens mal. Wir hatten eigentlich vor, ein Rattendorf einzunehmen. Davor gab es halt Schlangenangriffe, aber die gucken wir uns nicht an. Wir wollten das Rattendorf einnehmen. In der Nacht kam die Armee so, wann war das etwa? Pi mal Daumen, die kam morgens um 10 Uhr an. Wir sind nach Deutschland, es ist ja 11 Uhr. Leider war das Dorf geschliffen zu dem Moment, das heißt, wir haben es nicht eingenommen bekommen. Dann in den Folgezeiten nach diesem Dorf einnehmen kamen Schlangenarmeen auf unsere Burg rein. Halt eben, weil diese zu dem Zeitpunkt gerade mal mit einem Fünftel der Männer besetzt die Luft gekriegt wurden. Eine Botschaft der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Und wie immer kommen die halt eben auch durch. Eine Botschaft der Schlange. Ah, habe ich schon gewonnen? Tatsächlich? Dann halt den zweiten Angriff. Eine Botschaft der Schlange. Am besten ihr schließt schon einmal die Augen. Eine Botschaft der Schlange. Ihr habt schon wieder verloren. Vielleicht seid ihr der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Danach haben wir eine Wolfshöhle angegriffen gehabt, um ein bisschen Ehre überhaupt zu verdienen irgendwie noch. So, und ab dann wurde es lustig, denn danach kam nochmal die Schlange, aber... Eine Botschaft der Schlange. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. So. Gleich in diesem Angriff. Die Wachstube stand zum Glück noch gerade so alt. So, nach diesem Angriff sind wir unter ein neues Dorf holen gegangen. Und zwar eins von der Schlange. Das sah dann folgendermaßen aus. Eine Botschaft der Schlange. Nun, wir sollten abrücken. So, schön auf die Schlange drauf. Ich benötige äußerst dringend Verstärkung. Meine Hauptstreitkraft ist auf halbem Weg durch das Land, um zu euch zu stoßen. Haltet ihn auf, bis ich ankomme. Ich will ihn persönlich in Stücke reißen. Tja, sieht sowas doch ganz geil aus, oder? Wir sind relativ nah schon drin. Ist halt eben noch schade, dass wir keine Katapulte haben. Hier sind noch ein paar Einheiten, die übrig bleiben. Und dann kam der Durchbruch. Während diese hier das Tor aus einrammen, chillt mein Hauptmann hinten seinen Verteidigungsbogen schütten und zwirrt nicht mehr das Dorf ein. Eine Botschaft der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Tja, wie ging es dann weiter? Jemand hat dieselbe Idee wie ich gehabt, das heißt, ich hätte das Dorf angegriffen, hab's gehabt. Jetzt blende ich mal gerade hier ein. Ich hätte das Dorf gehabt, die Burg sah schön aus, war auch geschossen, eben unten links das Tor war weg. Dann habe ich versucht gehabt, diese wieder zuzubauen und ein paar Bogenschützen draufzustellen. Und dann kam eine Stunde später kam ein weiterer Hauptmann, der auch das Dorf einnehmen wollte. Und der hat dann mir das Dorf wieder abgenommen. Und der kam halt eben hier rasend schnell in die Burg wieder rein. Danach folgten ein paar Schlangenkämpfe auf unser Dorf, das zeige ich euch gleich mal, aber... Ich nehme mir gerade das Dorf noch einmal ein. Man muss aber sagen, in der Nacht kam die Schlange erneut zu diesem Spieler und der hat ihm das Dorf wieder abgenommen gehabt und beziehungsweise hatte das Dorf geschliffen und die Schlange hat sich ein neues Dorf gekauft. Jetzt haben wir ein Hochlanddorf und unser neuer Hauptmann kommt in 1,5 Minuten dort an. Mit gutem Glück kriegen wir diese Burg auch eingenommen, denn diese Burg sieht folgendermaßen aus. Es ist eine kleine Burg der Schlange, halt eben, sagen wir mal, hier 10 Bogenschützen. 2 Pikiniere und hier nochmal, da sind 7, da sind ja 12. 12 und 10 Bogenschützen, 22 Bogenschützen und 2 Pik müssen das sein.
Und wir kommen hier rein halt eben. Wenn wir das Dorf erfolgreich einnehmen, haben wir ein Hochlanddorf jetzt. Das wäre unser zweites Dorf, im Prinzip das neue zweite Dorf. Und wenn wir mal schauen, wir haben mit dieser Eroberung der Schlangendorf auch die Errungenschaften Eroberer Eisen, sowie Kriegereisen und auch Untergang der Schlange Eisen bekommen. Und für das Einnehmen der KI-Burg gab es ein, hier, Glücksrad los für die Eroberung einer KI-Stufe 3. Ich blende es mal gerade hier ein. Das Glücksrad führen wir direkt mal aus. 5000 Gold, ein Verteidigungspack, einfache Ritterlichkeit, große Steinladung, Zufallspack, Pikenladung, 10.000 Gold, Meisterbock vorher, 80 Kartenpunkte, ein Armeepack, die bessere Ritterlichkeit, 100 Kartenpunkte, 2 Zufallspacks, Meisterbau, wie auch immer das hieß, Rüstungsladung, 5000 Gold, Bogenschützen-Söldnerkarte und die Holzladung, hier wieder 50 Kartenpunkte und ein Zufallspack. Und wir drehen einfach mal dran. Mal gucken, was wir da rausbekommen werden. Bin mal gespannt. Oh, das dreht sich noch ein Stück. Ein Armeepaket, das ist gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal rein. Kartenpakete. Armeepack öffnen. Einfache Rekrutierung, einfache Stallungen, kleine Rüstungsladungen, Kundschafter und Bogenschützen. Dann ein Zufallspaket noch dazu. 500 Bier, 2000 Holz, 150 Pech, 500 Stein und dreifach Käseproduktion. So. Halt eben, wie gesagt, die Belohnung war ein Armeepaket. Das haben wir geöffnet. Und jetzt warten wir ein paar Sekunden ab und dann gucken wir mal, wie dieser Angriff hier aussieht. Ich bin relativ froh, wenn das Dorf den Nachmittag überleben würde. Drei, zwei, eins. Wir haben ein neues Dorf. Eure Truppen greifen die Schlange rein. Glücksrad los für die Eroberung einer KI. Erstmal nehmen wir uns den Schlangenbericht vor. Eine Botschaft der Schlange. Ja, nicht schon wieder. Ich kann euren Anblick nicht mehr ertragen. Da ist unser Hauptmann. Eine Botschaft der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist, nun ja. Keine Ehre ausgeben, aber das Dorf eingenommen. So, Glücksrad los für die Eroberung einer KI. Stufe 1 leider nur. So, Stufe 1 Glücksrad los ist folgendes. Holzladung, Burgbauherr, Bögenladung, Burgbauherr, einfache Ritterlichkeit, ein Nahrungspack, kleine Holzladung, große Holzladung, seltener Bauern, ich glaube das sind 8 Bauern, 400 Gold, Meisterbauer, irgendwie sowas, 40 Kartenpunkte, 100 Gold, gar nichts, 20 Kartenpunkte, Steinladung, 250 Gold, große Käseladung, Eisenladung oder gar nichts. So, und wir drehen mal. Und was kriegen wir als Belohnung? $400. Besser als nichts. Das heißt, wir haben wieder 1027 Gold, wie das aussieht. Und wir haben ein zweites Dorf. Ja, ein Hochlanddorf, komplett ohne alles. Heißt, die KI baut also gar keine Dörfer auf. So, Vorratslager kommt hier hin. Kornspeicher kommt. Ja, komm, bau halt schneller. Kommt da so hin. Oder ja doch.
32 Liter minus, das ist schlecht. Wir reparieren direkt mal die Burg, bauen direkt wieder hier zu. Hauptsache, das Ding ist wieder zu. Heißt, wir haben eine kleine Grundverteidigung schon von Grund auf. So. Appelgarten. Marktplatz. Scheiße, jetzt brauche ich Gold, ich brauche Stein für Markt. Wir nehmen uns mal gerade eine Karte zur Hand. Reicht die hierfür aus? Ich hoffe es mal. Nein, das reicht nicht, verdammt. Kartenwechsel, kochende Steinladung. Jetzt reicht's aber. Wo ist sie? Da. Ach, wir sind doch so blöde. Wie lange wird denn der Händler laufen darunter? Handeln mit. Wir schicken dem mal 2000 Steine. Wir haben noch eine durchgeführte Lieferungskarte, dann nehmen wir am besten die mal gerade dafür. Ups, da war der Händler da. So. Also Marktplatz, wo kamen wir nochmal hin? Ist Hochlanddorf. Da oben kommt die Kathedrale später hin. Den Marktplatz haben wir schon mal hier so hingestellt. Da wurden keiner stört, irgendwie so da. So. 4 Kundschafter, nehmen wir mal 2. Ein bisschen Nahrung hier einplündern. 1,45 hätten wir hier, hätten wir eine Wolfshöhle. Wie sieht denn in der Gemeinde die Stimmenverteilung aus? Die Schlange, 42 Stimmen, der hier, der Chrissy ist glaube ich ein deutscher Spieler. Ach, da ist das Dorf. Germany 2 ist im Urlaubsmodus, gut. Dann hätten wir hier noch 6 verbleibende Dörfer von der Schlange. Umbenennen in unser erstes Dorf, heißt jetzt Orkmon, dann nennen wir das zweite Dorf jetzt, Dann machst du es, ne, oder? Doch. Komm. So ein bisschen nach World of Warcraft Städtenamen. Müssen ja aber eine Reihenfolge am besten bringen. Umbenennen. Ein. Nur zwei. Da lass es. So. Hätten wir das auch schon. Also bauen wir dann erstmal eine Käsefarm dahin. Wir brauchen halt noch 500 Ehre zum Aufsteigen. Recht erhalten. Achso. Jetzt dauert das alles in dem Dorf hier wieder ein bisschen. Immerhin der Vorteil von den KI-Burgen. Das sind Dörfer, die zwar nicht ausgebaut sind, die scheinen auf der Karte nur so groß wie aufgrund der Größe von ihren Burgen. Also je größer quasi die Burg hier ist, je größer das Dorfsymbol hier ist, desto größer ist die Burg und umso kleiner das Ding hier ist, umso kleiner ist die Burg und schwächlicher. Woran sie? Was macht die da für eine Scheiße? Unterwegs von Burg der Schlange nach Burg der Schlange. Warum nicht? Ist ja nicht mein Problem. So. Fort geplündert. Staatsressourcen haben wir 200 Äpfel. Ja, toll. Ein Gasthaus müssten wir eigentlich am besten direkt bauen. Und
so eine Brauerei auch für Beliebtheit. Da wir jetzt zwei Dörfer haben, kriegen wir von zwei Dörfern auch den Ehrenbonus, so gesehen. Und daneben haben wir durch die neue Burg haben wir eben diesen Hochlandschutz hier links, den wir schon beim Angreifen gesehen haben. Aber die Burg ist echt irgendwie niedlich. So, ein, zwei Holzfäller nehmen wir hier hin. Händler, scheiße. Zwei Mönche, vier Kundschafter, 16 Händler, ah ja. Dann wird es jetzt wieder etwas angenehmer, wenn wir jetzt hier diese Hektik hatten. Ich meine, ich kann euch ja mal zeigen. Also die Armee war wieder im Dorf zurück. Heute Morgen stand der Rest von der Armee auf den Mauern drauf wieder. Und da hat die Schlange angegriffen gehabt. Oder gab es noch welche hier? Ne. Das war heute Morgen, als die Armee wieder auf der Burg drauf war. Eine Botschaft der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gevatter Tod ist auf dem Weg zu euch. Na, es ist noch relativ früh am Morgen. Naja, es ist gerade 2 Uhr, wo ich aufnehme. Manche haben noch in der Zeit Schule, manche sind noch Arbeit, manche haben Mittagspause. Ist ja ganz unterschiedlich hier. Schlangenkraft an Angriff Nummer 2. Eine Botschaft der Schlange. Zu schade, dass ihr sterben müsst. Ihr wart sehr unterhaltsam. Durch die Reihen durch. Natürlich, Hauptsache die Wachtube ist weg. Naja. So viel dazu. Mal gucken. Wir haben halt über die Folge hin unsere Gemeinde verloren hier oben. Wir können auch mal gucken, wie viele Stimmen wir haben zum Umwählen. 3. Wir wurden prinzipiell runtergewählt, glaube ich. Schwein holt sich hier noch ein neues Dorf. Invasionstechnisch sind hier gerade momentan einfach gar keine. Naja, von Haus 10 hört man auch nicht mal zu viel hier. Von der Ratte sind noch 241 Dörfer übrig geblieben. Die Schlange ist jetzt noch bei 6613 Dörfer. Wir haben gerade einfach eins eingenommen, beziehungsweise zum zweiten Mal eins. Das Schwein hätte noch 4896 Dörfer. Und der Wolf noch 4687 Dörfer. Also sehr solide, immer noch Zahlen. Da ändert sich auch nicht so schnell nichts dran. Und mal gucken. Jetzt, die kommende Folge, wird es wahrscheinlich nicht mehr um das Hauptdorf oben gehen, was jetzt relativ sicher schon ist. Es geht wahrscheinlich um diese Burg hier unten. Weil wenn man mal so betrachtet, wir haben jetzt hier keinen Schutz. Wir müssen hier alles auf die Stelle ausbilden. So. Und bei 6 KI-Dörfern hier plus hier nochmal 8 Stück und in der Nachbargemeinde hier nochmal welche, könnte es noch etwas lustig werden. Ihr seht ja auf der Weltkarte, hier überlaufen diese komischen Zitronenverkäufer hier rum und bieten uns hier ihre tollen Zitronen an, zu echt saftigen Preisen. Ach, hier oben ist die Schlange auch schon wieder. Oh. Das ist ja geil. Hier ist die Schweinsgemeinde, da ist eine Schlangengemeinde komplett. Ach, wie geil. Das heißt, die nächste Zeit könnten wir sogar viele Armeen abbekommen. Das Einzige, was gerade ein bisschen dämlich ist, ist wirklich, wenn so eine Armee, sowas passiert, so eine Hauptmannrenne auf dem Dorf, was es schon längst hat. Und theoretisch müssen wir ein Dorf immer ein bisschen klein lassen, weil wenn wir, sagen wir mal ein Dorf klein lassen, dann kriegen wir Dorf 2000 Ehre pro Tag. Wir verbrauchen hier kaum Nahrung oder Gold, weil wir nur so wenige Bauern haben, aber die Ehre kriegen wir rein. Wir könnten eigentlich aufsteigen, aber naja, das wäre ein bisschen schwachsinnig irgendwo.
Haben wir noch eine Holzladungskarte hier. Wunderbar. Das Ding kommt immer... Ja, da drin. So, dann müssen wir auch noch gebaut werden. Berichte halten. Achso. Ja, 400 Gold war toll. Achso, hier. So. Mal auf die Säckchen. Und schon lohnt sich diese Position wieder. Mal gucken, jetzt können wir quasi eigentlich auch noch überlegen, wie wir weiter expandieren wollen, auch wenn das noch Zukunft ist, wenn wir nach zwei Ränge aufsteigen müssen im Prinzip, also noch mal gut 50 Forschung und Zeit haben. Ich würde fast sagen, wenn wir hier oben, wenn bei diesem Dorf der Frieden fällt, dann ziehen wir von dieser Gemeinde aus hier oben, hier unten in diese Gemeinde mit rein, weil wir hier die Dörfer sichern, 3-4 Dörfer, in der einen Gemeinde sind wir als Vogt auch sicher gestellt hier. Und uns kann keiner abwählen, das ist einfach... Das ist meiner, da kannst du vergessen. So. Brot. Noch mal ein bisschen verkaufen hier, was wir gerade haben. 400 Eisen verkaufen wir mal. Das lassen wir mal so. Das machen wir wieder einfach. So, wunderbar. Hier kommt jetzt noch die Power, den Powerei-Teil hin. Dings hier. Wie heißt der noch? Powerei, sag ich doch. Und dann müssen wir auch mal eine Hütte gleich bauen. Scheiße, warte mal. Okay. Wollen löschen? Wir machen andersrum. Wir müssen zuerst eine Hütte bauen. Naja. Im Prinzip kann ich schon sagen, das war's für diese Folge. Wir werden über den Tag hinaus jetzt nach dieser Folge noch das Dorf weiterbauen. Und sobald es was Neues gibt, bezüglich einen Angriff auf dieses Dorf hier, werdet ihr in der nächsten Folge informiert darüber. Naja, und zu sagen gibt es nur noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Stronger Kingdoms, vielleicht sogar Together oder auch nicht.